Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Was ist denn hier los? Warte mal, Pause. Was passiert hier gerade? Geht nach Hause, du läufst eher nach Hause. Setzt Schurken fest. Holt der sie ein oder wie läuft es? Hä, wie geht das denn? Nö, kein Bock mehr zu laufen. Und die läuft einfach. Also muss schon sagen, mein Security-Team ist echt super. Kann ich mir winken? Ne, mir selber kann ich nicht winken, oder was? Geh nach Hause. Gegen was protestieren sie da? Ich brauche eine Toilette. Haben wir keine Toilette? Ja, nee. Sag mir doch einer vorher, dass wir keine Toiletten haben. Hups. Da gibt's eine schöne Doppeltoilette neben dem Vivarium. So, machen wir schöne Wiege. Okay, warte mal, das war jetzt vielleicht dumm. So. Oh, Conan ist jetzt da. Conan, guten Tag. Konnte man dich nicht eigentlich überwinden? Was? Ich will unbedingt sehen, leisten, nicht gesehen. Ja, wir haben es noch nicht gebaut. Da müssen wir nicht noch was einfallen lassen. Aber wir setzen jetzt erstmal den Plan um, hier eines der größten Gehege zu bauen. Und zwar dieses ganze Gebiet hier. Bedeutet, dass erstmal der Zaun gebaut. Wo ist denn hier wieder die Barriere? Hier haben wir es doch. Wir setzen ihn erstmal auf die volle Länge. Jetzt kürzen wir den. Zu lang. So, und jetzt gehen wir auf Glas. Weil Glas ist cool. Und dann jetzt auf mit Biegung. Also das gebogene Glas ist viel schwerer zu setzen. Weil man da einfach immer den Abstand irgendwie gescheit abschätzen muss, ab wann die Biegung halt zu heftig wird, ne? Jetzt müssen wir runtergehen auf 2 Meter Block. Nehmen wir. Wie weit können wir das machen? 6 Meter? Das wird zu eng. 5 Meter und um die Kurve, dann machen wir halt 3 Meter Kurve und ausfahrendes Glas. Ist das zu kurz? Dann mach halt einen geraden Winkel, meine Güte. So, fertig. Das wäre so das Gehege. Dann setzen wir hier. Warte, für Gehege brauchen wir natürlich auch noch die Tür. Ohne Tür gibt es hier nichts. Das ist ein fettes Tor. Es gibt ein Gästetor? Also rein theoretisch könnte ich zu bestimmten Tieren die Gäste reinlassen. Schienenschleusetor. Da müsste man sich vielleicht in der Zukunft mal was überlegen, weil es hört sich ganz interessant an. So, Wege. Der Weg wird einmal gelöscht, weil der wird natürlich mit einem Mitarbeiterweg ausgetauscht. So. Perfekt. Das heißt, ich will hier in der Mitte mal einen Hügel bauen. Bedeutet, wir müssen noch einmal hier
Ich weiß nicht, geht das, wenn ich hier Gelände mache und Erhebung? Und jetzt dementsprechend die Größe ändere. Oh. Ja, okay, das habe ich irgendwie vermutet, dass das passiert. Bedeutet, ich muss einmal leider dich löschen. Und dich auch löschen. Alles können wir danach wieder reparieren. So. Und erstmal auch die Geländetransformation ein bisschen langsamer. Jetzt setzen wir das nochmal ein bisschen ab. Abflachen. So. Meißeln. Tun einmal hier einglätten. Ich mag hier nach. Vielleicht tun wir hier die Hütte mal reinsetzen. Bedeutet, wir gehen jetzt mal hier. Das ist ein bisschen zu klein. So ein bisschen stärker machen. Hä? Oberfläche abflachen. Achso. Da wird dann die Hütte reingesetzt. Tun wir jetzt das mal so lassen fürs Erste, bis wir das Haus gebaut haben. Und gehen wieder in den Baumodus. Denn es muss natürlich weitergeführt werden, hier der Zaun. So. Wo ist denn der Zaun eigentlich? Wir sind mal gegangen, 3 Meter sind wir mit den kompletten Zäune gegangen. Einmal außen rum und Zaun auf 3 Meter heben. Ab geht's. So. Ich glaube, das macht jetzt schon ein bisschen mehr her. Denkst du, können wir hier naturmäßig was machen? Schau mal auf Steine. Ich bin gerade so beim Überlegen, ob man nicht hier einen natürlichen Unterstand reinbaut. Jetzt suchen wir es mal. Also so natürlich ist er jetzt auch nicht, aber er ist halt natürlicher gefertigt. So. Es soll dementsprechend auch großer Unterstand werden, ne? Ich glaube, merkt man eh schon, in welchem Größenmaß wir hier wieder unterwegs sind. Circa. Einmal hochdrehen das ganze Teil. Wo ist er? Oh, verdrückt, meine Güte. Nein, auch kein Herzteil geben. Ob der groß genug ist? Ich glaube, wir sollten das mal ein bisschen anders planen. Ich sollte da echt besser überlegen, genau wie ich das planen mache, bevor ich anfange zu bauen.
wie jetzt zum Beispiel. Ich habe nicht mal einen wirklichen Plan im Kopf, ich habe einfach, oh, das könnte cool sein. Bauen wir nochmal normal. Baupläne. Bau. Hier. Wir tun jetzt einfach mal hier hinten eine Betonwand hin. Wie ist denn das Ganze? Das ist jetzt erstmal so eher die Frage. Nicht so, wir probieren mal hier mit... So anzufangen. Schauen wir mal, wenn wir das hochsetzen. Ja, wird schon knapp. Dann lassen wir das mal so. Ne, wie ging das nochmal? J drücken, ne? So. So. Das ist ungefähr, ja, noch ein dazu. Dann wird es nicht eh schon eng. Perfekt. Ich will gerade, ja, das kommt noch drauf. Ein bisschen Abhang muss ja auch in diesem Gebäude drin sein dann. Ansonsten ergibt es ja gar keinen Sinn. So. Und dann den Eingang hier noch verändern, weil der ist mir jetzt eindeutig zu normal. Als ob das jetzt gerade so klein ist, was ich baue. Das ist doch nie und nimmer nur so groß. Hä? Das ist die normale Wandgröße, oder? Warte mal. Ist doch nicht klein. Warum schaut es dann so klein aus? Ich check's gerade nicht, ganz ehrlich. Haben wir denn noch irgendwas Praktisches, was man vielleicht einbauen könnte? Vielleicht von derselben Marke? Scheiße. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich dafür Teile besser habe. Bögen. Ne, jetzt brauchen wir es auch nicht unbedingt. Den könnte man reinsetzen. Warte mal, habe ich den in den entsprechenden Ausführung? Ich brauche ihn doch nur in der Ausführung von denen, oder? Oder rein theoretisch einfach so. So, das ist doch auch gut. So. Dann brauchen wir sowas wie eine Zwischendeckenlösung. Weißt du nicht, ob das zu dick ist, weißt du? Das ist halt dann die Frage, weil das doch ordentlich dick ist dann schon teilweise. Dann nehmen wir auf Dach. Dächer. Wir haben noch nicht so eine große Auswahl, das ist kacke. Da fehlt einem noch so dieser Spielraum mit den verschiedenen Möglichkeiten, die dann später das Spiel bietet. Das ist schade am Anfang, dass halt wirklich das alles auf... Klar, hat einen bestimmten Vorteil auch. Aber ich finde es auf der einen Seite voll scheiße, weil ich natürlich die Möglichkeit nicht habe, die ich sonst hätte, dieses Gehege zu gestalten. Die werden jetzt im Grunde gerade einfach genommen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir da noch was regeln. Warte mal. Wandelemente. Oder macht es das ganz steile Teil? Ne, passt schon so. Relativ naturbelassen, oben schön abschließend.
Ist doch alles, was man haben will. So, Leute, wir machen jetzt hier das Gelände nochmal wieder flach. Abflachen. Ah, ne, ah, das war falsch. Glätten. So, ein bisschen abglätten. Jetzt schauen wir mal, bis wohin das Wasser eigentlich von unserer Anlage geht. Dann machen wir hier vorne so ein Wasserbereichchen, würde ich sagen, oder? Bedeutet hier auch wieder Gelände. Warte, wir malen das jetzt erstmal so an, dass man wirklich was sieht. Man sieht ja halt absolut nichts. Volle Stärke. Einmal das Ganze, wo jetzt in die Nähe irgendwo Wasser kommen soll, gestalten. So. Genug Auslauf haben die auf jeden Fall dann. Und jetzt müssen wir mal das Gelände anpassen. So, einmal schön anpassen noch. Und jetzt kommt hier mal Wasser rein. Klick. Das ist echt das riesigste Gehege, was ich bis jetzt gebaut habe. Holla, die Waldfee. Ich würde drin außerdem auch gerne von der Bemalung her eher schwere Erde nehmen. So. Ja, das passt gut. Das würde ich sagen, schaut doch ganz gut aus. Vor allem, da können wir richtig viele auch drin haben. Bedeutet, die können sich auch reproduzieren. Das ist ja eigentlich so der Sinn auch dahinter. Weil wir gehen jetzt hier unter Tieraufbewahrung. Nimm dich. Und verschieben dich einmal hier hin. So. Dann warten wir kurz. Was war das eigentlich bei dem... Die haben ein fettes rotes Ausrufezeichen. Tier kann nicht freigelassen werden. Ja, das ist mir klar. Als müssten doch ein, zwei Leute laufen. Die sich da drum direkt kümmern, oder? Und da laufen sie. Und da sind sie auch. Ja. Jetzt ist die Frage, wie wollen sie denn das Gelände eigentlich haben? Hier ist zu wenig kurzes Gras. Das können wir schnell erledigen. Gelände. Kurzes Gras. Wir machen einfach zum Beispiel das hier vorne alles in Kurzgras. So. Nur nach oben langes Gras ist, so irgendwie sandmäßig können wir zum Beispiel auch hier ein bisschen hinmachen. So. Dann noch ein bisschen Erde leicht außenrum. So. Felsen mögen die. Felsen glatt hier. Dann nehmen wir hier mal einen Felsen glatt her. Um wieder das bisschen abkanten und mit der rauen Erde ein bisschen gegenwirken. Schaut doch ganz gut aus. Ganz easy, nur so ganz leicht, dass es so oben noch der Fels durchscheint. Hat doch etwas. Ja, so. Lebensqualität. Ja, da sollte man vielleicht... Oh, was sind das für Tiere nochmal? Ein Niala. Nanilla. Wo ist das Endrix? Naja. Bedeutet erstmal große Schlafplätze.
So. Dann, nein. Ich wollte den Nüller noch offen haben. Hier ist eh nichts großartig passiert. Gut. Lebensqualität. Was faltet ihr von dem Futterspenderholz? So. Dann noch ein Futterbällerspall hier vorne. Hat die Nummer 20. Das Futter gibt es nicht da drüben. Ein Reibeteil. Und ein Greifball, den sie hier vorne haben. Dann haben wir das auch schon mal. Gelände passt, Fläche passt. Bepflanzung ist noch zu wenig. Graslandschaft, Tropen. Wenn wir sagen, auf hier. Dann Filter. Kontinent ist der afrikanische. Graslandschaft und Tropen, ne? Genau. So. So. Das Elefant hat Gras hat noch nie Glück gebracht, wenn ich es versucht habe, einen zu bauen. Tun wir hier mal so seitlich so ein Backen Rohrschilf hin. Und über so ein paar kleine Pflanzerl. Über das Gelände schon mal so grundsätzlich drüber. So. Dann gibt es noch einen relativ großen Baum hier vorne. Und dann gibt es ein paar Büschchen überall. Wann passt es denen denn? Wie viel wollen denn die an Bepflanzung, bitteschön? Bin schon voll am Bepflanzen, Alter. Was geht bei denen schief? Der hat jetzt ordentlich mal hier... Alter, der ist riesig. Ich setze jetzt hier vorne voll viel Blümchen hin. Die Blümchen freuen sich. Aber irgendwie bringt sich das nichts. Das Rohrschiff bringt sich nichts. Super. Gut zu wissen, dass das Rohrschiff kacke ist. Das ist auch echt gut zu wissen. Meine Güte, was habt ihr denn mit euren... Die sind absolut nicht zufrieden mit der Pflanzenmenge. Was soll ich denn noch alles pflanzen? Also irgendwas mache ich falsch, oder? Also wir sind jetzt schon bei 40% Bepflanzung und der Pfeil ist noch da unten. Ich glaube, das ist gerade ein Spielbug. Ich musste noch kein Gelände so vollpacken. Wie schaut aus? Der Rest ist ja ganz gut, oder? Ja. Dann bin ich jetzt der Meinung, es passt so. Dann ist die neue Attraktion fertig und damit würde ich auch sagen, ist diese Folge auch vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!